Ihr seht, ich bin ein bisschen in Eile. Das liegt daran, dass ich gerade ein Wildkamerabild bekommen habe aufs Handy, auf dem ein für mich augenscheinlich krankes Reh drauf ist. Sieht so aus, als hätte dieses Reh starken Durchfall. Und wenn das jetzt keine Fünricke sein sollte, ich glaube aber, dass es eine Ricke ist, dann will ich dieses Reh jetzt schnellstmöglich erlegen. So, jetzt mache ich kurz langsamer, weil ich gleich da bin. Ich habe eine Wärmebildkamera dabei, Fernglas. Wärmebildkamera zum schnellen Entdecken. Fernglas zum Ansprechen, ob es führt. Weil wenn es führt, werde ich es nicht schießen, auf gar keinen Fall, auch wenn es Durchfall hat. Denn das Kids wird es nicht schaffen jetzt zu dieser Zeit. Ja, nicht schön auf jeden Fall. So, jetzt habe ich die, ich glaube, es ist eine Ricke geschossen, aber sie hat auf jeden Fall keine Spinne. Ich kam auch im allerletzten Moment, die hat sich ja gerade weggedreht und wollte davonziehen und das war schon deutlich schwerer Durchfall. Also, tja, mal gucken, ich gehe jetzt runter. Ich habe auch gar keine Jagdkleidung an, ich habe eine Jeans und Lederschuhe, also. Aber es hilft ja nichts. Ich denke, das ist eher eine Sache, wenn man irgendwo krankes Wild hat. Und das ist offensichtlich krankes Wild. Und ich meine jetzt nicht irgendwie ein Stück Wild, was ein bisschen hinkt oder lahmt, sondern das hat ja starken Durchfall. Also das ist eher eine Sache, das dann auch sofort quasi alles stehen liegen zu lassen und es dann auch zu erlegen. Ja. Am Anschluss liegt Lungenschweiß. Es hat aber noch einen guten Satz gemacht. Dafür jetzt auch die Wärmebildkamera als Hilfe. Ich glaube, ich sehe es da hinten auch. Oh, extrem abgekommen und ja. Man sieht, also hier ist kein Gesäuge. Die Zitzen, die Spinne ist im Prinzip überhaupt nicht ausgebildet. Mal gucken, ob noch ein bisschen Milch rauskommt, dann kommt keine Milch raus, dann noch ein ganz bisschen kommt raus. Dann hat das wahrscheinlich sogar geführt dieses Jahr, gehe ich stark von aus. Aber mit dem Zustand des Gesäuges, wir haben jetzt Anfang Juli, ist da nie ein Leben noch ein Kitz da. Die Ricke ist total knöchern, das ist hier Haut und Knochen, da ist überhaupt nichts dran. Also ja, vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Kilogramm und ja, es ist auch nur alte Ricke, also passt zusammen. Starker Zeckenbefall, hier ist wirklich, hier ist gar kein Fleisch dran. Das, ja, es ist einfach nur ein Trauerspiel, muss man so sagen. Spaß macht das wirklich nicht. Ist jetzt schon ein Zeitvergehen, weil ich in NRW jetzt keine Jagdzeit, aber ich denke, der Umstand, dass das Stück Wild stark abgekommen und sehr krank ist, offensichtlich krank ist, nicht führend, rechtfertigt auch in diesem Fall die Erlegung oder Hegeabschuss, wie es so schön heißt. Tja, das Stück werde ich, denke ich, nicht mehr aufbrechen. Das werde ich auf gar keinen Fall in den Verkehr bringen, auch nicht selbst essen. Und werde jetzt hier im Wald entsprechend verbringen. Ja. Zum
Abschluss des Videos möchte ich nochmal eine Lanze für die Technik brechen. Ich weiß, es gibt viele da draußen, die verteufeln das, mit Wildkameras, Sendekameras zu arbeiten, mit Wärmebildtechnik. Aber ich finde, es hat sich hier wirklich ausgezahlt und es gibt kein besseres Beispiel für einen positiven Nutzen von Technik. Wir sind hier gar nicht oft draußen im Revier, denn wir machen Intervalljagd. Dieses Reh wäre uns wahrscheinlich niemals begegnet, bevor es nicht an diesem Leiden jämmerlich eingegangen wäre. Die Kamera hat gesagt, da ist ein krankes Stück Wild draußen im Revier. Geh dahin, erleg es. Und dann konnte ich hier mit der Wärmebildkamera durchpirschen. Im engen Stangholz kann es sehr schwierig sein, sonst Wild zu entdecken mit dem Fernglas, bevor es nicht einen selbst entdeckt. Ja, das ist natürlich Werbung, aber aus tiefster Überzeugung. Ich denke, es gibt kein besseres Beispiel für den positiven Nutzen, um es nochmal zu wiederholen. Ja, und was ihr daraus macht, das bleibt euch selbst überlassen. Für mich hat sich das ausgezahlt. Von daher sage ich danke, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibt mal Zeit. Thank you.